Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution 2 Video. Und heute versuchen wir mal wieder ein paar Animationen darzustellen, die es so leider im Spiel nicht gibt. Und heute wird es sogar ganz besonders, denn wir machen heute Animationen von Hybriden. Und das ist sogar ein Hybrid, den es gar nicht im Spiel gibt, original. Also gibt es einmal die Spezies nicht und die Animation, die wir gleich machen werden, gibt es nicht. Der Ultimasaurus ist es. Der ist richtig cool. Den feiern auch viele von euch. Ist halt eine Mischung, glaube ich, aus T-Rex, Triceratops, Ankylosaurus. Stegosaurus wahrscheinlich auch wegen den Stacheln hier hinten, ne? Ich glaube, da ist einfach alles drin. Ankypanzer hier hinten. Der ist schon echt heftig. Leider kann der im Kampf nur ganz normal zubeißen, wie ein T-Rex auch. Und das wollen wir heute ändern. Ich habe nämlich vor, dass er endlich mal seine anderen Waffen benutzt. Und heute versuchen wir es mal mit seinen Hörnern. Das müsste nämlich gehen, indem wir die Breakout-Animation nehmen. Also wenn er gegen den Zaun rennt. Genau, dann kann er nämlich zustechen. Und wenn wir das jetzt gut timen, dann könnte das echt cool aussehen. Dann benutzt er auch endlich mal seine anderen Waffen. Könnten wir uns nochmal eben schnell den Unterschied angucken zu der erfolgreichen Breakout-Animation. Sieht, glaube ich, genau gleich aus, oder? Ja, ich glaube, das ist kein Unterschied. Dann ist es egal. Ich lasse den mal eben in der Schleife und wir suchen uns mal eben ein Opfer aus, welches er gleich rammen wird. Wärst du mit sowas Großem? Ich glaube, das würde cool aussehen. Aber wenn der dann umkippt? Oh ja, wenn der so in die Seite rammt, das wäre schon, glaube ich, sehr nice. Nehmen wir doch mal so einen Alamosaurus. Sieht ja schon nicht schlecht aus. Versuche ihn jetzt auf jeden Fall mal einmal richtig zu positionieren. So, er hat sich jetzt genau reingebohrt, also so trifft er ihn dann im Endeffekt. Und ich versuche jetzt mal eben das Delay einzustellen auf 4 Sekunden, weil die Animation müsste ungefähr 4 Sekunden dauern. Ich mache tatsächlich dann das hier, ne? Ja, sterben, Ragdoll. Und vielleicht bauen wir auch noch so einen Körpertreffer ein. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Dass er dann vielleicht auch noch zuckt. Könnte klappen. Ich bin jetzt sehr gespannt. Der erste Versuch wird wahrscheinlich nicht so funktionieren, wie ich es mir vorstelle. Das hier ist eine gute Kameraperspektive, denke ich. Und dann starten wir einfach mal und gucken uns das Ganze an. Oh, er läuft auch noch weg. Okay. Nee, das war nix. Den auch noch mal ein bisschen umpositioniert. Ich glaube, jetzt sieht der Treffer noch ein bisschen krasser aus. Okay, das war perfekt. Das war richtig perfekt. Sehr schön. Unsere nächste Animation wird von einem Pflanzenfresser ausgeführt. Und zwar von dem Parasaurolophus. Und er kann Strudel machen im Wasser. Sehr witzig. Das sieht ja cool aus. Ja, der Skin ist eigentlich schon ganz gut. Gefällt mir. Und zwar möchte ich, dass der sich wehrt mit einem Bodycheck. Der hat ja einen relativ massiven Körper. Und das müsste eigentlich möglich sein, indem wir auch hier die Zaunanimation wieder benutzen. Normalerweise rennt er eher weg und flüchtet. Er kann sich auch gegen kleine Fleischfresser wehren, auch so mit Kicks und sowas. Aber es wäre halt cool, wenn er vielleicht mal einen mittelgroßen Fleischfresser oder so angreifen würde. Und das ist ja wahrscheinlich dann auch mit dieser Animation möglich. Oh, die sieht richtig gut aus, die Animation. Wenn er damit einen wegrammt, das könnte richtig gut aussehen. Müssen wir mal schnell ein Opfer für ihn suchen. Da würde ich dann halt wirklich sowas nehmen hier. Und mal Junger. Oh ja, wenn der richtig einen reinkriegt. Wir könnten auch noch vielleicht das Größeres nehmen, wie den Kano. Ich glaube, das passt besser von der Größe, der Kanotaurus. Nehmen wir den doch.
Jetzt müssen wir den natürlich gleich einmal stoppen. Erstmal nicht mehr wegrennt. Und dann richtig positionieren. Und dann geht es wieder nur noch ums Timing. Ja, animationstechnisch könnte das schon echt gut aussehen. Testen es nochmal. Ich finde das richtig cool, wie viel Wucht der nimmt, während er die Animation ausführt. Ich mache jetzt mal kurz Zeitlupe und dann stoppen wir es im richtigen Moment. Genau. Hier ist nämlich der Kontakt. Und so muss der jetzt eigentlich stehen. Es wird wahrscheinlich am besten aussehen, weil das dann so ein bisschen gecovert wird, die Animation. Aber er ist noch ein bisschen durchgegangen mit seinem Kopf. Das wollte ich natürlich nicht. Dann probieren wir es mal so aus. Nehmen wir dann die Kamera von hier so. Oh ja, das könnte gut aussehen. Das ist schon sehr gut. Ich mache noch einen kleinen Ticken rüber. Nee, das war wieder zu viel. Wie er zurückschreit. Ja, so ist gut. Wenn wir dann die Kamera richtig haben, das passt. Für die Dramatik ändern wir jetzt auch noch das Wetter mal wieder ein bisschen. Machen wir mal Heavy Rain an. Oh ja. Das gefällt mir. Und jetzt müssen wir ihn einmal stoppen, kurz bevor er ihn hittet. Und dann können wir eigentlich das Timing machen. Genau so. So ist perfekt. Das sieht schon cool aus. Und jetzt müssen wir hier 8 Sekunden einstellen. Und dann könnte das funktionieren. Und dann müsste der einfach... Mache ich die Sterbeanimation? Ich mache, glaube ich, auch wieder Ragdoll. Ich glaube, Ragdoll ist besser. Und jetzt testen wir. Der erste Versuch wird eh wahrscheinlich nicht klappen, so wie ich es mir vorstelle. Aber das könnte echt cool aussehen. Und los geht's. Drückt die Daumen. Ein bisschen zu spät, aber sehr lustig, dass er noch so geschrien hat. Aber das könnte ganz cool aussehen. Und jetzt drückt die Daumen. Das war schon ziemlich perfekt. Das lasse ich so. Und zu guter Letzt für heute ist nochmal ein Hybrid an der Reihe. Zwar nicht der Indominus, sondern der Stegoceratops. Der kriegt auch nochmal eine neue Animation. Ich hätte ihm gerne eine Animation gegeben, wo er hier hinten die Stacheln benutzen würde, wie der Stego es halt tut. Das geht leider aber nicht, das habe ich schon ausprobiert. Aber wir könnten hier eine andere Animation machen, nämlich, ich glaube, hier rammt er ganz gut mit. Können wir mal kurz gucken. Okay, er rammt aber relativ niedrig. Ich hatte aber auch vorhin eine andere Animation noch. Ich glaube, das war hiermit. Testen wir es mal kurz. Genau. Ich weiß nicht, warum das so verbuggt ist, aber der rammt er auf jeden Fall auch zu. Genau, der rammt sehr, sehr hoch. Und da war meine Idee, dass er ja eventuell dann einen Flugsaurier aus dem Himmel holen könnte. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Sowas haben wir nämlich auch noch nicht gesehen, dass ein Pflanzenfresser zum Beispiel einen Trupiognathus vom Himmel fischt. Könnte ich mir cool vorstellen, dass das nice aussieht. Ich mach mal einen helleren Skin. Jetzt haben wir den höchsten Punkt. Also da trifft er ihn dann, an dem Punkt. Das wäre ja cool, wenn er ihn mit dem vorderen Stachel in die Brust trifft oder so. Mit dem hinteren lieber. Nicht, aber dem hinteren sieht besser aus. Das könnte ganz cool funktionieren. Ja, sieht doch nicht schlecht aus. Ich ändere nochmal schnell den Untergrund ein bisschen, dass wir hier weniger Gras haben. Genau, da muss er noch im richtigen Moment abstürzen. Ich glaube, so ist das schon eine ganz gute Perspektive.
Schade. Hat leider nicht gepasst. Ah, wieder zu früh. Ja, das passt für mich. Der ist auch cool runtergefallen. War ein bisschen zu spät, aber damit bin ich zufrieden. Und ja, Leute, das war's jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und haut rein. Euer Dandy.